In den Naturwissenschaften werden häufig Differentialgleichungen eingesetzt, um physikalische, chemische oder biologische Vorgänge in der Natur zu beschreiben und zu analysieren. Sie dienen häufig als modellhafte Abbildung der Realität, um diese zu simulieren oder um Vorhersagen treffen zu können. In diesem Video gebe ich einen kurzen Überblick darüber, was eine Differentialgleichung eigentlich ist, welche Arten es gibt und zeige dazu verschiedene Beispiele. Betrachten wir zunächst einmal in Anführungszeichen normale Gleichungen, wie man sie bereits aus der Schule kennt. Damit meine ich Gleichungen wie 2x plus 4 gleich 2 oder eine quadratische Gleichung wie 5x² minus 4x gleich 1. Um diese Gleichung zu lösen, kann man diese nach x auflösen und erhält so entweder eine oder wie im Falle der quadratischen Gleichung mehrere Zahlen. Theoretisch gibt es natürlich auch Gleichungen, die keine Lösung haben oder sich nicht analytisch lösen lassen. Aber darum soll es in diesem Video jetzt nicht gehen. Betrachten wir jetzt im Gegensatz dazu einmal Differentialgleichungen wie y' von x plus 2y von x gleich 0 oder y' von x minus 4y von x gleich x. Der kleine Strich an der Funktion y von x ist den meisten von euch vermutlich bekannt. Dies bezeichnet die Ableitung der Funktion y nach x und im Falle von zwei Strichen, wie bei der zweiten Gleichung, die zweite Ableitung der Funktion y nach x. Diese Differentialgleichungen werden nun nicht nach der Variable x, sondern nach der Funktion y von x gelöst. Das heißt, die Lösung einer Differentialgleichung ist eine Funktion. Im einfachsten Fall ist das wie hier eine Funktion, die nur von einer Variablen, in diesem Falle x, abhängt. Schauen wir uns dazu einmal beispielhaft an, wie der radioaktive Zerfallsprozess von Atomen unter Verwendung einer Differentialgleichung modelliert werden kann. Betrachten wir dazu einmal Uran-238, welches mit der Zeit in Thorium-234 und einen Heliumkern zerfällt. Zusätzlich wird durch diesen Prozess Energie freigesetzt. Bezeichnen wir einmal mit der Funktion n von t die Anzahl der Uran-Atomkerne, die zu einem Zeitpunkt t existieren. Die Ableitung n' von t ist somit die Rate, mit der die Atomkerne zu einem Zeitpunkt t zerfallen. Betrachten wir dazu einmal folgendes Beispiel, indem wir den Quotienten Delta n durch Delta t betrachten, und zwar zu den Zeitpunkten t1 und t2, mit den zu diesen Zeitpunkten jeweils vorhandenen Urankernen n1 und n2. Setzen wir dazu einmal beispielhaft ein paar Zahlen ein. Zum Zeitpunkt t1 gleich 0 Sekunden existieren noch 1000 Urankerne, hier mit U abgekürzt. Und zum Zeitpunkt t2 gleich 1 Sekunde nur noch 100 Kerne. Somit ergibt sich eine Änderungsrate von minus 100 Kernen pro Sekunde. Die Steigung gibt also, wie oben beschrieben, die Rate an, mit der Urankerne zerfallen. Lässt man Delta t gegen 0 gehen, erhält man die Ableitung zum jeweiligen Zeitpunkt t. Zudem lässt sich aus Beobachtungen der Wirklichkeit schließen, dass, je mehr Urankerne vorhanden sind, desto mehr Kerne zerfallen auch. Wir können also sagen, dass die Zerfallsrate n' von t proportional zur Anzahl der Kerne n von t ist. Da es sich um eine Zerfallsrate und keine Neubildung von Urankernen handelt, muss noch das Minus an dieser Stelle eingefügt werden. Das Minus war ja auch bereits im unteren Beispiel vorhanden. Diese Aussage lässt sich auch in eine Gleichung umwandeln, indem wir die Zerfallsrate Lambda einführen. Die Zerfallsrate Lambda ist für jedes radioaktiv zerfallende Material verschieden und gibt grob gesagt an, wie schnell die jeweiligen Atome zerfallen. In dem roten Kasten haben wir nun also eine Differentialgleichung hergeleitet. Da in dieser Gleichung nur Ableitungen nach einer Variable, in diesem Falle der Zeit t, auftreten, bezeichnet man diese Gleichung als gewöhnliche Differentialgleichung. Später zeige ich noch ein anderes Beispiel mit Ableitung nach mehreren Variablen. Um solch eine Differentialgleichung eindeutig lösen zu können, benötigt man noch eine zusätzliche Information mittels einer algebraischen Gleichung. Meist ist dies eine Angabe über die Verhältnisse zum Zeitpunkt t gleich 0, was auch als Anfangsbedingung bezeichnet wird. Die Anzahl der Urankerne zum Zeitpunkt t gleich 0 wird mit n0 symbolisiert und muss zur Lösung der Gleichung bekannt sein. Zusammengefasst bezeichnet man diese beiden Gleichungen auch als Anfangswertproblem, abgekürzt AWP. Die Lösung genau dieses Anfangswertproblems ist die folgende exponentielle Funktion, n von t gleich n0 mal e hoch minus lambda mal t. Zur Überprüfung könnt ihr ja mal die Funktion in die beiden linken Gleichungen einsetzen. Grafisch sieht das Ganze jetzt wie folgt aus.
Die Funktion startet zum Zeitpunkt t gleich 0 bei n 0. Mit der Zeit zerfallen immer mehr Atomkerne, sodass die Anzahl der Uranatomkerne n sinkt. Gleichzeitig wird dadurch die Zerfallsrate kleiner und die Funktion sinkt immer langsamer ab und nähert sich asymptotisch der x-Achse. Die grundlegende Form der Kurve gilt für alle n0 und für alle Lambda. Diese Parameter beeinflussen lediglich die hier nicht dargestellten Werte auf den Achsen. Mit der rechts dargestellten Lösungsfunktion n von t, die aus dem obigen Anfangswertproblem ermittelt wurde, lässt sich somit für ein beliebiges radioaktives Material, zu dem n0 und Lambda bekannt sind, die Menge der Atomkerne zu einem beliebigen Zeitpunkt t berechnen. Blicken wir nun einmal auf die folgende Gleichung, die auch als Wärmeleitungsgleichung bekannt ist. In dieser Gleichung stellt die Funktion u von t und x die Temperatur an der Stelle x zum Zeitpunkt t dar. Der Parameter Kappa steht dabei für die Temperaturleitfähigkeit des Materials und ist stets größer als 0. Der Unterschied zu der vorher gezeigten Gleichung ist jetzt, dass in dieser Gleichung sich sowohl Ableitungen nach der Zeit t als auch nach der Ortskoordinate x befinden. Diese verstecken sich in der kompakten Schreibweise mit dem kleinen Delta, wobei Delta t von u für die partielle Ableitung von u nach der Zeit t steht. Äquivalent steht die Ableitung Delta x zum Quadrat für die zweite partielle Ableitung von u nach der Ortskoordinate x. Die hier dargestellte Wärmeleitungsgleichung verdammt unter die Kategorie partielle Differentialgleichung, welche in der Regel deutlich komplexere natürliche Phänomene beschreiben können. Diese Art von Differentialgleichung ist jedoch deutlich schwerer zu lösen und erfordert häufig spezielle numerische Lösungsverfahren, da keine analytischen Lösungen bekannt sind. Wir betrachten jetzt einmal beispielhaft das folgende Anfangswertproblem, in dem wir ein Temperaturprofil U0 für den Zeitpunkt t gleich 0 gegeben haben. Nehmen wir dazu einen solchen langen metallenen Stab an, wobei blau für eine niedrige Temperatur und rot für eine hohe Temperatur steht. Das Ganze lässt sich dann auch noch einmal wie folgt grafisch darstellen, wobei der Metallstab die Länge x gleich L hat und die Funktion U0 von x einfach eine ansteigende Gerade ist. Löst man das obige Anfangswertproblem nun in die Zukunft für t größer als 0, so gleicht sich allmählich die Temperatur innerhalb des Metallstabes aus, bis er an allen Punkten etwa die gleiche Temperatur hat. Die Wärme ist sozusagen von rechts nach links geflossen. Häufig ist bei der Lösung von partiellen Differentialgleichungen aber nicht nur ein Anfangswert wie hier U0 vorgegeben, sondern auch Randwerte. Beispielhaft sei einmal vorgegeben, dass jeweils am Rand des Metallstabes U gleich 0 gilt. Das gesamte Gleichungssystem bezeichnet man dann als Anfangsrandwertproblem, abgekürzt ARWP. Beispielhaft nehmen wir an, dass U0 von x gleich 1 ist für alle x zwischen 0 und L. Das sieht dann in etwa so aus, wobei am Rand naturgemäß eine Unstetigkeit entsteht, die kleinere Darstellungsprobleme verursacht. Lasst euch davon an dieser Stelle nicht stören, für t größer 0 verschwindet diese automatisch. Lösen wir das Anfangsrandwertproblem für t größer 0, so sehen wir, dass die Unstetigkeit verschwindet und sich die Temperatur im Innern der Temperatur am Rand anpasst und ebenfalls gegen 0 geht. Für t gegen unendlich ergibt sich so die Lösung u gleich 0 für das obige Anfangsrandwertproblem. Man kann die Wärmeleitungsgleichung auch problemlos auf 2 oder 3 Dimensionen erweitern, komplizierte Rand- und Anfangsbedingungen hinzufügen und so weiter. Das soll es an dieser Stelle aber erst einmal gewesen sein. In diesem Video habe ich euch eine kleine Einführung in die Welt der Differentialgleichungen gegeben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.